Mit 10 neuen von insgesamt 13 Spielern starten die Hamburg Towers in die Saison. Erst seit einer Woche ist das Team komplett. Zuletzt kamen die beiden Nationalspieler dazu, Sigar Samar und Jonas Wohlfahrt Bottermann. Hochmotiviert ist er direkt von der EM nach Hamburg angereist. Ich hatte einen sehr schönen Sommer, war erfolgreich. Wir haben in Basketball Deutschland ein bisschen Euphorie entfacht und das gilt es jetzt in Hamburg weiterzuführen. Das möchte auch der neue Headcoach. Der ehemalige österreichische Nationaltrainer Raul Korner will die Erfolgsgeschichte der Towers weiterschreiben und damit gleich am ersten Spieltag gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger Alba Berlin beginnen. Dieser erste Spieltag hat immer oder birgt immer Chancen, Risiken für die Favoriten und Chancen für die Außenseiter, weil niemand so genau weiß. Also es kann nicht einmal ich unsere Mannschaft einschätzen im Moment. Daher umso weniger werden das unsere Gegner können. Deshalb denke ich, dass hier Überraschungen durchaus möglich sind. Der komplette Umbruch im Team folgt auf eine extrem erfolgreiche Saison der Towers mit Platz 7 in der BBL und der Playoff-Teilnahme im Eurocup. Also der sportliche Erfolg zieht immer Begehrlichkeiten nach sich. Also Spieler, die bei uns eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, schauen sich auch gerne auf dem europäischen Markt um und finden häufig auch attraktivere Angebote. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Insofern kommt es nach erfolgreichen Jahren auch immer dazu, dass ein Umbruch stattfindet. Für Stabilität im Team sorgt Seth Hinrichs. Der US-Amerikaner hat sich entschieden, weitere 2 Jahre in Hamburg zu spielen und das vor allem aus familiären Gründen. Ich habe eine Frau und 3 Töchter. Die Lebensumstände hier sind sehr gut. Wir mögen die Stadt und ich möchte etwas Stabilität für meine Familie. Das war mir wichtig. Nach dem Bundesliga-Auftakt am Mittwoch in Berlin ist bereits am Samstag das erste Heimspiel gegen den MBC. Dafür gibt es noch Restkarten. Tip-off in der Inselparkhalle ist um 18 Uhr. Start in die Eurocup-Saison ist dann am 12. Oktober.